hier beim Theatron zu sehen. Gleich mal zu eurem neuen Album Grell. Das habt ihr jetzt vor einem halben Jahr veröffentlicht. Und wie ist das jetzt so im Nachhinein? Wie beurteilt ihr den Schaffensprozess selber, jetzt ein halbes Jahr rückblickend? Also nach wie vor gut. Wir sind sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Grell hat uns viele, viele Tore und Türen geöffnet. Und jetzt, ich meine, wir haben jetzt August und für uns fühlt es sich manchmal schon so ein bisschen an, weil wir jetzt auf den zweiten Teil der Tour gehen und so. Jetzt geht alles so langsam dem Ende zu, aber andererseits ist Grell halt erst seit März draußen und ja, es fühlt sich mega geil an. Es hat sich so viel ereignet, dass man denkt, man ist schon 2 Jahre damit unterwegs. Wir waren bei Rock am Ring, jetzt Frequency, wir haben 2 Videos veröffentlicht, das dritte kommt jetzt im September. Wie gesagt, wir gehen auf den zweiten Tourteil und ja, also kommen jetzt dann noch im Fernsehen noch ein paar Mal und man denkt irgendwie so, man hat gar keine Pause zum Reflektieren. Vor allem, wir können uns die Platte immer noch anhören und zwar richtig gern. Also wir sind so froh, wir haben uns ja extra richtig viel Zeit gelassen. Wir haben ja 2 Jahre an dem Album geschrieben und uns für die Texte und die Musik richtig Zeit gelassen und damit es richtig ausgereift ist. Und ich glaube, wir können uns das immer noch anhören und freuen uns und stehen hinter jedem Song. Und das ist schon was Seltenes, auch für einen Künstler, irgendwie, dass man das nach einem Jahr immer noch sich so reinziehen kann. Ja. Du sprichst doch gerade eure Texte an und dass ihr euch das immer noch auch anhören könnt. Inwiefern ist es denn bei euch so, ihr habt ja auch sehr viel Autobiografisches reingesteckt, inwiefern ist es denn dann so, dass ihr noch nach der ganzen langen Zeit, die ihr jetzt dran gearbeitet habt, die Texte noch selber objektiv beurteilen könnt? Ich glaube, das haben wir während der Produktion ganz oft gemacht. Also wir haben versucht, so objektiv wie möglich mit dem eigenen Schaffen umzugehen. Das ist natürlich immer schwierig, aber wir hatten ja auch zum Beispiel jemanden wie Curse dabei, der mit uns zusammengearbeitet hat. Und dadurch haben wir schon sehr viel Objektivität in den ganzen Prozess reinbekommen. Und ja, rückwirkend betrachtet oder auch jetzt aktuell, muss ich immer noch sagen, dass es die besten Texte sind, die wir je geschrieben haben. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Und man merkt es vor allem daran, dass man halt live diese Texte immer noch mit voller Inbrunst singen kann und immer noch fühlt. Und ich glaube, das ist so das beste Beispiel dafür, dass man die Texte dann auch noch mag. Es gibt ja auch Songs, die wir nicht mehr spielen, die wir vor 6, 7 Jahren geschrieben haben. Die Leute singen auch krass viel mit bei den Konzerten. Das ist auch für uns so ein Grabmesser, wie das Applausometer. Live ist es einfach echt irgendwie nochmal was anderes, also ein anderer Vibe. Und viele Leute kommen auch zu uns und sagen, dass die Texte sie über irgendwie schwierige Zeiten hinweg getröstet oder ihnen hinweggeholfen haben oder auch halt natürlich in den guten Zeiten sie begleitet. Das ist das schönste Kompliment. Ihr sprecht auch gerade eure Fans an, beziehungsweise wie die Fans eure Musik aufnehmen. Jetzt nach dem ganzen ersten halben Jahr, wo sich das alles so ein bisschen gefestigt hat, auch gerade in den Texten, wie wollt ihr denn, dass ihr bei den Fans ankommt, beziehungsweise wie wollt ihr eure Texte und eure Musik wahrgenommen wissen? Also wir haben da, glaube ich, keine Formel, wie wir wahrgenommen werden wollen. Also das ergibt sich einfach. Ich glaube, wer die Killerpilze hören will, der macht es mittlerweile. Besser gesagt, es kommen auch ganz viele Leute dazu, die das vielleicht gar nicht erstmal wollten, aber jetzt checken, okay, das ist ganz geil eigentlich. Und das ist natürlich so das größte Kompliment, das man bekommen kann, wenn man auch Leute überzeugt, die jetzt nicht von vornherein Fans oder sowas sind. Und ich glaube, dadurch, dass diese neuen Songs halt auch sehr viel Erwachsener ist so ein Klischeewort, aber halt einfach besser anders sind, erreichen wir auch ganz andere Leute, neue Leute, die sich dann damit auseinandersetzen. Und wir persönlich möchten eigentlich immer nur unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Also wir sind unsere schärfsten Kritiker und wir handeln jetzt nicht unbedingt danach, was Zuschauer, Zuhörer oder Kritiker vor allem nicht von uns erwarten, sondern es soll uns selber irgendwie zufriedenstellen. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg und wir machen ja von Haus aus kommerzielle Musik, die auch mehreren Leuten gefallen kann. Deswegen ist es jetzt halt auch ein glücklicher Fall, dass immer viele Leute dabei sind, die sich das dann auch anhören. Aber grundsätzlich sind wir drei eigentlich die Instanz oder unser Team, die sagt, was ein Killerpilz-Saison haben muss, wie der klingen muss und wie der dann ankommt, das entscheiden ja andere Leute. Vor allem entscheiden wir das nicht aus dem Kopf oder so, ja, wir wollen jetzt so klingen oder wir wollen versuchen, mit einem Liebessong die Leute so zu erreichen oder zu berühren, sondern ich glaube, unser Gradmesser ist immer, dass wir uns anschauen und sagen, Alter, fühlst du es oder fühlst du es nicht? Und dann wird es am Ende halt der Song. Und ich glaube, dadurch können sich andere Leute auch damit sehr gut identifizieren und fühlen sich vielleicht auch dadurch wirklich angesprochen. Ihr sprecht doch gerade Kritik auch an und auch so ein bisschen die Emotionen. Inwieweit steht denn bei euch Perfektionismus und Kommerz gegenüber? Und wie geht ihr damit um, gerade im Schaffensprozess von dem ganzen Album? Das ist immer eine schwierige Frage, weil man als Künstler wir sind extreme Perfektionisten in jedem Bereich, jetzt nicht nur in der Musik. Und kommerziell
Das ist schwierig, da durchläuft man, glaube ich, verschiedene Phasen. Also wir hatten, dadurch, dass wir so früh so viel Erfolg hatten, hatten wir quasi nicht die Möglichkeit von außen, dass wir uns in einem Underground entwickeln oder so. Deswegen waren wir halt natürlich gleich ganz oben angesiedelt, obwohl wir musiktechnisch und auch von uns als Typen her, glaube ich, immer auch andere Zielgruppen bedient haben. Also jetzt nicht nur den breiten Mainstream. Und so eine Frage, wie kommerziell darf es sein oder so, die stellen wir uns eigentlich gar nicht, weil da kommt man wieder an den Punkt, wir machen halt das, was uns zufriedenstellt, und wir sind nun mal von Haus aus eine Band, die kein Death Metal macht und Screamo, wo wir hören uns sowas gerne an, aber wir sind keine Band, die sich für den Weg entschieden hat, Musik zu machen, die halt mega krass abgeht und wo laut ist, und wir machen auch kein Elektro, sondern wir machen halt kommerzielle Rock-Pop-Musik und schon immer. Und diese Range ist für uns halt unglaublich groß. Deswegen stellt sich da eigentlich nie die Frage, oh, das ist verboten, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Und wer sich rückwirkend unsere letzten drei Alben angehört hat, der kriegt, glaube ich, auch das volle Potpourri, was man da so machen kann. Vor allem, was ist eigentlich auch Kommerz? Also das muss man sich halt auch fragen. Das heißt ja, dass man halt Leute erreicht. Und ich glaube, für einen Künstler gibt es doch nichts Schöneres, als wenn die Musik bei Leuten ankommt. Selbst wenn eine Band wie Bullet for Valentine oder keine Ahnung, irgendwelche Metal-Bands, die haben dann auch ihre Fans, die sind ja auch irgendwo. Dann Kommerz, die spielen dann auch im Zenit, irgendwie vor 6000 Leuten. Vor allem, wenn man selber als Band den Anspruch hat, irgendwann in 20 Jahren die größte Rockband Deutschlands zu sein, dann darf man, glaube ich, nicht darauf achten, dass man keine Leute erreicht, sondern man muss darauf achten, dass man halt das macht, was einem Spaß macht, und dass man natürlich möglichst viele Leute damit erreicht. Und das ist auch immer unser Ziel. Und das Gute ist, glaube ich, man muss es halt einfach schaffen, als Typen trotzdem cool zu sein. Also wir verkleiden uns jetzt nicht und machen Choreografien nur, damit wir viele Leute erreichen, sondern wir schaffen es glücklicherweise Stück für Stück mit dem, was wir einfach, worauf wir Bock haben. Und dann ist es auch ehrlich und dann ist es auch nicht verwerflich oder sonst was. Und solche Künstler wie Kraftklub oder Casper oder Matzen oder die Ärzte oder die Hosen, die haben ja auch geschafft, mit ihrem Ding, das sie halt gerne machen, berühmt zu werden, erfolgreich zu sein, kommerziell zu sein. Und natürlich gibt es immer ein paar Hater, aber das ist drauf geschissen. Also wir machen halt für uns gute Musik und es sehen zum Glück auch andere so. Und dann ist es auch völlig cool, wenn es viele Leute kaufen. Okay, ihr habt auch in einem Interview, ich glaube vor einem knappen halben Jahr erwähnt, dass ihr die neuen Killerpilz seid, dass ihr eine neue Band geworden seid. Mit 3-4 Sätzen beschrieben, wer seid ihr denn jetzt heute im Vergleich zu damals? Abgesehen davon, dass ihr mit eurem neuen Album ja auch sehr viel erwachsener geworden seid, wie man hört und sieht. Ich glaube, wir sind stolz auf unsere Vergangenheit und wir sind noch viel stolzer auf was, wie wir uns jetzt aufgestellt haben. Also wir haben unser eigenes Label und jeder hat seinen Bereich gefunden. Das ist neu und das ist auch seit Grell wirklich neu, dass wirklich jeder auch so seinen festen Platz in diesem Konstrukt hat. Und textlich ist es, glaube ich, einfach was anderes, vor allem seit der Platte. Es ist einfach halt ein Schritt weiter und ein Schritt besser vielleicht auch, was deutsche Texte angeht. Ich glaube, das ist so. Und wir sind einfach alle Mitte 20. Anfang Mitte 20. Das Rock'n'Roll geht los. Nochmal zu euren Texten auch. Wir hatten ja im letzten Interview die Frage, wieso kann man nicht im Regen schwimmen, wenn man noch in der Sonne baden kann? Das haben wir jetzt beantwortet, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht so wirklich beantwortet. Der Sommerregen ist ja bittersüß, sehr melancholisch. Wie kommt denn diese ganze Melancholie in die Texte, wenn das doch eigentlich ein recht bejahendes Album ist? Ich glaube, Sommerregen ist auch trotz alledem positiver Song. Also die Frage allein ist ja schon positiv gestellt, dass man eben in schwierigen Zeiten halt auch das Beste draus machen soll. Das bedeutet ja diese Frage eigentlich. Und wir wollten halt einfach noch einen ruhigen Song auf dem Album, deswegen ist das Thema drauf. Auch da gibt es halt eine Geschichte dazu, dass einer von uns natürlich so eine Phase erlebt hat. Und das wird halt dann einfach in Songs verarbeitet. Und deswegen hat der genauso einen Platz drauf wie alle anderen. Und trotz alledem, dass das Album wirklich im Grunde genommen schon sehr bejahend ist, sind ja auch immer ein, zwei Nummern drauf, die, oder was heißt auch immer, sowas, die sind sowas halt drauf, die ja, ruhiger sind. Ja. Die Stadt klingt immer noch nach uns zum Beispiel, ist ja auch irgendwo so ein, es ist ein bejahender Song, aber hat auch schon so eine melancholische Note. Ich meine, so dieses erste Mal wirklich zurückkommen an den Ort, wo du halt groß geworden bist, wo du irgendwie beheimatet bist, das hat ja auch einfach eine Melancholie irgendwo, oder zumindest ist es bei uns so, und es hat auch was. Wir sind dann immer ganz sentimental, ja, wir sind schon Whisky im Glas schwenken. Und wir sind da schon. Aerosmith. Nach altem, also wir haben schon, Rocker. Wir haben schon Gefühle auch. Wir haben auch Gefühle, aber die nächste Platte wird so, hey! Okay, die Killerpilze haben Gefühle, das habt ihr jetzt eindeutig bewiesen, sehr schön. Jetzt mal abgesehen von eurem Album, ihr habt jetzt den ganzen
Festivalsommer mitgenommen, unter anderem eben auch das Frequency, sehr, sehr gut. Und jetzt mal die Frage, 2014, könnt ihr da schon was für eure Fans verraten? Habt ihr was geplant nach eurer zweiten Tour jetzt? Wir haben jetzt erstmal noch viel, also 2013 ist ja noch so ein bisschen, wir werden jetzt die nächsten 2 Wochen ein neues Video veröffentlichen. Wir sind noch in einer großen deutschen Fernsehshow dieses Jahr, wir gehen nochmal auf Tour, also das ist natürlich somit das Wichtigste für uns. Und weltexklusiv jetzt, das erste Mal für euch, wir werden am 21. Dezember, und das werden wir heute erst nach der Show im Theatron bekannt geben, am 21. Dezember werden wir unsere große Jahresabschlussshow in München spielen. Und da sind natürlich alle recht herzlich eingeladen. Und dann kommt 2014, werden wir erstmal ganz viel Urlaub machen und dann nächstes Jahr den Festivalsommer rocken. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und dann natürlich auch noch eine erfolgreiche weitere Tour heute Abend. Viel Spaß beim Theatron und für den 21. Dezember viel Spaß. Danke. Jumping!